herzlich willkommen zu unserer Cocktailzeit im Museum Burg Polsterstein mit der Historikerin Franziska Huberti und meinem Zeitzeugengast Bernd Adam, 8 Jahre lang Restaurantleiter im Kulturhaus Stadt Schmölln, Esse genannt. Um die Esse geht es in unserer Sonderausstellung im Museum Burg Polsterstein, damals in der Esse, Erinnerungen an das Kulturhaus Stadt Schmölln. Wir haben bereits zweimal miteinander gesprochen, einmal darüber, was ein Kulturhaus ist, dann über die Logistik im Kulturhaus. Heute wollen wir uns den Preisen widmen und unser heutiger Cocktail, den wollen wir natürlich nicht vergessen, den wir am Ende machen. Das wird eine, was hast du uns mitgebracht? Nikolaschka. Das klingt gefährlich, aber wir werden sehen. Gut, Preise. Heute gibt es ja so in Restaurants, so als jugendlicher Mensch kennt man das ja, so Cocktailstunden, sage ich mal. Man bezahlt gut und gerne für einen richtigen Cocktail auch mal 8 Euro. Das ist nicht ungewöhnlich. Was hat es bei euch so gekostet? Unterschiedlich, also zwischen 2,50 und 3,50. Und das war auch verhältnismäßig billig? Das war billig, ja. Aha, wie kam das zustande? Ja gut, das lag an den verschiedenen Preisstufen, denn die waren ja unterschiedlich. Wir hatten ja zu DDR-Zeiten verschiedene Preisstufen. Preisstufe 1 bis 4 und dann noch S. 1 war die einfachste Preisstufe, ich sage mal, ohne das abzuwerten, die Gaststuben auf dem Lande. Und die 4, das waren die gehobenen Hotels in den Städten, in den Großstädten. Und die hatten dann auch S. Und Leipzig zum Beispiel, das Astoria, wo ich auch mal gearbeitet habe, hatte dann zur Messe S plus 100%. Und dann kam dann schon das Bier 4 Mark, alles noch Mark, 4 Mark. Und das war dann schon. Aber die Preisstufen richteten sich nach der Ausstattung, nach dem Angebot. Und wir hatten dann Ende der 80er Jahre, 85 kam dann ein Aufruf, ich mal so sagen, aus, als das Geld abgeschöpft. Es war mehr Geld im Umlauf und es sollten da höhere Preisstufen entwickelt werden. Es gab die Delikatläden, wo es die teuren Westkonserven gab und wir mussten dann Gaststätten, für die Gaststätten was entwickeln, dass dort höhere Preisstufen kamen. Dafür kam in Schmölln der russische Hof damals in Frage und wir haben dann für den russischen Hof etwas erarbeitet, eine Konzeption, besondere Speisen, besondere Getränke und da wurde dann die Preisstufe angehoben. Oder im Stadt Schmölln, um mal wieder zurückzugehen, wenn Tanz war, nachmittags, sonntags und mittwochs hatten wir ja Tanz im Restaurant, dort war nicht die Preisstufe 3, sondern die Preisstufe 4. Also man hat da einen kleinen Aufschlag gemacht, da kam das Bier nicht 56 Pfennige, sondern 61 Pfennige. Also den Unterschied gab es da. Also gab es im Stadt Schmölln sozusagen im Normalbetrieb die Preisstufe 3 ja. Und dann, wenn da eine Veranstaltung war, hat man das dann auf die 4 hochgehoben sozusagen aufgrund der Veranstaltung. Richtig, aufgrund, genau so. Also besondere Leistung könnte man das, glaube ich, heute nennen. Da kann, denke ich, auch jeder was anfangen. So ist es. Und das... Nach was haben sich diese Preisstufen oder hat sich das gerechnet für euch? Das ist ja das Verrückte. Wir haben die Waren und Lebensmittel zum Verkaufspreis eingekauft. Okay. Das heißt, wir haben den Kaffee, die Summe werde ich wohl nie vergessen, da kam das Kilo Kaffee in der Preisstufe 3, 130 Mark 80. Oh. So, und dann warst du laut... Preisanordnung gefordert oder gezwungen, 6,5 Gramm Kaffee auf die Tasse zu verwenden, dann Zucker und Sahne dazu und dann kam der 84 Pfennige raus für den Kaffee. So, und das war alles vorgeschrieben, es war jeder Preis vorgeschrieben und du musstest kalkulieren und du konntest einkaufen. Es gab nicht alles, aber es gab vieles. Und der Witz war, wenn wir bestellt haben, haben wir immer 2 Drittel mehr bestellt, um 1 Drittel zu bekommen, was wir brauchten. Das war beim KHG so, das war im Schlachthof so. Bäckerei hat funktioniert, hervorragend, die Konsumbäckerei in Schmölln. Aber ansonsten war es, ja, dann kriegten wir ja noch 3-mal Sonderlieferungen im Jahr. Das heißt, vor der Jugendweihe, vor dem Schulanfang und vor Weihnachten bekamen wir Sonderlieferungen. Dort gab es erlesene Konserven, sprich Ananas, Mandarinen, Champignons, auch Lecho und
Ölsardinen. Und dann gab es auch mal den Sowjetskoje Schambanskoje. Den gab es dort auch. Den hatten wir heute schon mal. Den hatten wir heute schon mal, aber das gab es nur zu besonderen Anlässen. Also, und wir haben dann die Konserven verwandt, entweder an der Bar, dann gab es im Sekt mit Mandarin oder mit Ananas. Heute, wer trinkt schon das kaum noch. Aber das war dort ein Highlight, um dort mal was Südliches zu verkosten. Das war schon da. Die Spirituosen, die gab es. Ja. Aber man musste schon sehr geschickt sein, um da immer alles zu haben. Also man musste Händler sein und man musste wissen, wie und wo ich was bekomme. Und man musste auch eine gewisse Vorratshaltung machen. Ganz einfach, denn es gab nicht immer alles. Es gab, aber nicht zum bestimmten Zeitpunkt. Aber das haben wir ja schon auch in der letzten Folge schon gehört gehabt. Aber ganz spannend finde ich jetzt, ihr habt das zum Verkaufspreis, also eingekauft zum Verkaufspreis. War das ökonomisch? Das haben wir nie richtig erfahren. Okay. Ganz einfach. Wir haben gewirtschaftet, das wurde auch nie nach ökonomischen Kennziffern abgerechnet. Es wurde schon in Schnitt gemacht und sagen, ihr seid gut, ihr seid nicht so gut. Aber da stand die Ökonomie nicht gesamt im Fokus. Oder zum Beispiel, wenn wir ein halbes Schwein eingekauft haben und haben die Knochen veredelt, das spricht, wir haben aus den Knochen eine Brühe gemacht. Ja. Da mussten wir ein Protokoll schreiben, weil das ja zusätzlich war. Ja. Da mussten wir ein Veredelungsprotokoll schreiben, man musste das erfassen. Unvorstellbar. Also wir ja. Aber es hat funktioniert. Wir haben dort wirklich gearbeitet und es hat auch Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, das Handeln und so. Oder Bier von der Altenburger Brauerei. Wir haben am Anfang Fässer gehabt. Die Veranstaltung auf dem Saal, das war immer ein, da bist du runter, 100 Liter. Dann kriegten wir 3000 Liter Tanks. Das war natürlich ein Erleichterung. Dann hast du oben aufgedreht und dann konntest du laufen lassen bis zum Geht nicht mehr. Das Problem war halt, dass das Bier gerade in der Herbstzeit, man spricht das war von der Pflaumenzeit, aber wenn die Unterschiede von der Temperatur nicht so gegeben sind, dann war das Bier auch schnell schlecht. Dann haben wir hunderte von Litern Bier weggelassen, weil die trüb waren. Das traumatisch. Ist, ja, für viele Leute wäre das jetzt traumatisch. Das ist, ja, ja. Aber und die haben wir ersetzt bekommen und das war einfach, aber das war schon eine Erleichterung. Also. Heute alles unvorstellbar, aber dann müssen wir es uns auch schön trinken sozusagen. Wir wieder trinken hier natürlich der Hinweis, wir arbeiten hier mit Alkohol, das heißt immer 18 plus, danach nicht mehr Auto fahren. Und der Nikolaschka, wir wollen noch dazu kommen, was ist das, was muss ich machen? Weise mich an. Also, wir brauchen dazu einen Weinbrand, 4 cl, wenn wir zwei machen für uns zwei, damit wir immer schöner werden. Also 4 cl, ne? Ja. Oh Gott, ich ahne Furchtbares. Ja, ich auch. Franziska. Also wir müssen gestehen, wir fahren heute alle beide nicht mehr selber. Nein. So, dann brauchen wir Zitrone. Zitrone, ja. Ein Schneidebrett erstmal für dich. Schneidebrett, und ja. Die Zitrone vorher waschen, das hast du schon gemacht. Das haben wir schon gemacht, wir sind gut vorbereitet, so. Aber ganz wichtig, damit die auch schön sauber ist. Dann schneiden wir ein schönes Stück ab von der Ende. Vom Ende? Ja, so. Gut. Das brauchen wir nicht. So, und dann schneiden wir zwei schöne Scheiben. Richtig schön. So, wichtig ist, dass die schön kräftig sind, dass die auch halten auf dem Glas. Die müssen halten. Wir haben es auch schon so gemacht, dass wir die Zitrone abgeschält haben. Macht man eigentlich nicht, kann es machen, muss es nicht machen. So, das, legen wir oben drauf. Das legen wir jetzt oben drauf. Ich würde das mal rumdrehen. Wir drehen das um. So, genau. Ja. So, und jetzt kommen auf die Gläser, auf die eine Seite Zucker und auf der anderen Seite Kaffee. Möchtest du den Kaffee übernehmen? Na, zum Beispiel. Wunderbar, dann gucke ich mir das jetzt direkt ab, wie du das machst. Ja, klar. Einfach Kaffeepulver da drauf. So, und jetzt da vorne Zucker. So, gut. Hier hin. Ja, genau. Aha. So? Ja. Das wird immer furchtbarer. Und das war's auch schon. Ah. Das ist schon fertig. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man soll den auf die Zunge legen, die Zitrone mit dem Kaffee und mit dem Schnaps, mit dem Weinbrand nachspülen. Wir haben dort immer vorzugsweise Goldkrone genommen. Das war einfach das Gute. Ja, so gut. Und dann spürt man den richtig auf der Zunge, Kaffee und Zucker zusammen mit dem Weinbrand.
Wir haben es aber auch den Gästen so erklärt, man kann das zusammendrücken, die Zitrone, so, und dann das ausbeißen, dass die Schale, wenn man die Schale nicht mag, dass man die Schale wieder rausnimmt, aus dem, nicht im Mund nimmt. Dann lässt man aber die Innenfleisch von der Zitrone auf der Zunge und gießt das dann nach. Das klingt total kompliziert. Wir versuchen das, gut. Wir machen das jetzt. Oh Gott. So, warum, was ist so, Gott? Oh, ich fürchte mich. Ja. So, zusammendrücken. Wir drücken das da drüber zusammen. Gott sei Dank habe ich hier ein Tablett. Ja. So, und dann nehmen wir das im Mund. Okay. Das klickert doch total. Und das beißt man jetzt ab. Ja, jetzt schicken wir mal. Aha. Ja. Also es ist schon was für wirklich für Kenner und für Experimentierlustige. Für Praktikanten. Ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal ein Taschentuch und ein Handtuch. Seien Sie also vorsichtig, nicht auf der besten Decke. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, vielen Dank und Kanal abonnieren.